Hallo und herzlich willkommen zum Gothic 1 Let's Play von mir, dem Knub. Ja, jahrelang, lang ist es her, mein letztes Let's Play, ganz lang zurück und jetzt ist ein neues Let's Play und es ist Gothic 1 und die ganze Reihe. Gothic 1. Meiner Meinung nach eine der epischsten Spielreihen überhaupt und sowieso die geilste Spielserie Deutschlands, meiner Meinung. Entwickelt von Piranha Bytes, veröffentlicht 2001. Das sind, glaube ich, die Leute, die auch hier Risen-Reihe und so gemacht haben. Also schockt ziemlich hart. Wie ihr vielleicht unten schon seht, an der Versionsnummer 1.08k-mod-sp1.1. Ich habe den ganzen Krams ein wenig gemoddet, um ihn überhaupt spielbar zu machen, mit hoffentlich weniger Abstürzen etc. pp. Ich werde euch zwischendurch ein bisschen was erzählen. Was ich jetzt erstmal so erzählen kann, ich benutze das Player-Kit. Das ist ein sogenannter Mod-Loader, womit ich halt unterschiedliche Mods laden kann. Oh, dieser Soundtrack, ich liebe ihn. Und das Classic System Pack, was quasi ein bisschen bessere Auflösung ermöglicht, Ground-Systeme unterstützt und generell die Sichtweite auch noch ein bisschen hoch. Oh, okay, mal gucken, Einstellung, oder habe ich die eigentlich? Habe ich die eigentlich hoch? Ja. Hier steht zwar auf 300, aber die kann man halt auch noch in der INI noch ein bisschen anpassen und ein bisschen größer machen. Dann soll dieses Classic System Pack für durchaus kürzere Ladezeiten sorgen und eine Berechnung des Field of View, also dieses FOV, was ihr vielleicht schon kennt, unterstützen. Bevor ich jetzt großartig weiter laber, ich starte jetzt einfach mal und erzähle über die anderen beiden Mods, die noch installiert sind, einfach während des Spiels. Gothic 1, neues Spiel starten und hart geht die Luzi ab und go! Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Thank you.
Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Und da sind wir wieder. Ich bin Diego. Hallo, ich Diego. Mich interessiert nicht, wer du bist. Oh. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, kümmere dich mal um mich, weil ich stehe hier im Wasser und kriege nasse Socken. Naja. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Und du stehst im Wasser. Zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Ich stehe im Wasser. Hilf mir doch lieber mal aus dem Wasser. Warum hast du mir geholfen? Hilf mir aus dem Wasser. Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Hilfst du mir aus dem Wasser? Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. So. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Ach so. Ja, das ist ja schon ziemlich nett, so mit der Begrüßung. Erstmal eins ins Gesicht und dann so, hey. Ja, wo ist denn der Sack jetzt? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Die Waren? Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Da war doch auch eine Frau dabei. Ein erfahrener Kämpfer. Ja, aber da war eine Frau bei. Kannst du doch nicht einfach als Waren sagen. Schuss weg? Glaubst Kali oder was? Ich bin Diego. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay, ich bin Gomez. Wer ist Gomez? Ich bin Gomez. Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Ich bin Gomez. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Gomez! Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Gomez! Sag ihm, Diego schickt dich. Diego schickt mich. Hey, Diego schickt mich. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ja, komm, nimm Kuchen, was von der Torte, Glas Cola. Ja, gut. Beide andere Lager. Zu den anderen beiden Lagern kann ich nochmal kurz erzählen. Also das alte Lager, wo er jetzt zugehört, so die roten Leute, das ist quasi so Feuer, Magie und so das Standardlager, wo man eigentlich immer anfängt, wenn man es das erste Mal durchspielt. Ich habe das Spiel vor Jahren, das Ewigkeiten her, selber schon zweimal durchgespielt. Einmal im alten Lager und einmal im neuen Lager. Die mir eigentlich jetzt fehlen, sind die Sumpflagerkiffer. Ja, es sind Haufen Kiffer. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden.
Ja, erzähl mir mal was über das alte Lager. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ey, da war doch noch eine Frau. Gomez! Aber ich meine, Diego, die Frau, die war doch schon... Die war doch schon gefesselt. Ich meine... Diego, du... Ja? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Diego, komm es! Bitte Leins, die Welt der Verurteilten. Ja, einmal kurz zu dem Mods hier. Also wer jetzt vielleicht schon mal ein bisschen genauer hinguckt, so auf die Texturen. Da hat sich nämlich was getan. Da hier, erstmal was raus. So. Alter, ich brauch Gummistiefel. Weißt du, scheiß auf deine Waren, gib mir Gummistiefel. Diese Texturen sind geändert. Und zwar durch Freddys Texture Patch. Die sind teilweise angepasst worden, die Texturen. Teilweise allerdings auch aus Gothic 2 importiert. Generell ziemlich cool ist. Ja, die wichtigste Mod allerdings für das ganze Teil hier ist gerade für mich. So heißt auch das erste Kapitel. Die Welt der Verurteilten. Wer da hinten jetzt nämlich mal so einen langen Hals riskiert, der sieht, dass da hinten ein paar Leute rumstehen. Eigentlich im Originalspiel tun sie das nicht, aber hier schon. Eben durch diese Modifikation. Bestehende Quests wurden teilweise erweitert. Es wurden allerdings auch solche leeren Orte, ne, der war ursprünglich halt leer von Menschen, von NPCs, gefüllt mit Leuten. Und auch hier gibt es Quests. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier natürlich, das muss man ja auch einfach mal zugestehen, dass hier einfach mal diese Quests nicht synchronisiert worden sind im Nachhinein, ist ja klar. Ja. Also bevor wir lange schnacken, gehen wir mal zu Carlos. Ey, Diego schickt mich. Oh. Hey Kleiner, komm doch mal hier rüber. Na? Eben das ist zum Beispiel eine dieser Quests, die ich jetzt wahrscheinlich bekomme, oder Gesprächsoptionen, die einfach nicht synchronisiert sind. Ich versuche einfach mal, das selber mal zu machen. Hey, was willst du von mir? Weil ich genauso klinge. Wir haben dich gerade hier reingeworfen, was? Du kannst dich schon direkt nützlich machen. Bevor du hier reingeworfen wurdest, haben wir eine Lieferung mit Waren aus der Außenwelt bekommen. Alter, schon wieder Waren, da war eine Frau. Herrgott. Leider sind einige Dinge ins Wasser gefallen. Die Frau? Als die Lieferung hier runtergefahren wurde. Spring doch mal schnell ins Wasser und hol die Sachen wieder hoch. An der Geschichte muss nur doch was dran sein. Warum machst du deinen Scheiß nicht selbst? Okay, vergleichen wir mal. Gerüsteter, bewaffneter Söldner, der Erfahrung hat, Leute irgendwie wahrscheinlich umzuhauen. Und ich, kleiner, aber Typ mit dicken Oberarm und kantigen Kopf, na gut, das hat er auch, unbewaffnet, ungerüstet, ich glaube, das ist nicht so klug. Was springt für mich dabei raus? Darüber können wir uns noch unterhalten, wenn du fertig bist. Jetzt sieh erstmal zu, dass du deinen Arsch ins Wasser schaffst. Oh mein Gott, er hat Wasser gesagt. Warte mal. Tu mir ins Wasser? Ich bin doch gerade erst raus. Naja, gut. Na, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Mensch. Beide ich mal ein bisschen. Die Lieferung hätte schon längst in meinem Lager sein müssen. Ja, gut. Ja, warte mal. Gucken. Wo ist denn jetzt die tolle Taste für die. Ah, N. Aktuelle Mission. Aufnahme im alten Lagerbrief an die Feuerwehr. Verlorene Lieferung. Carlos erzählte mir, dass bei der letzten Lieferung einige Gegenstände in die See am Austauschplatz gefallen sind. Ich soll sie nun bergen. Juhu, wieder ins Wasser. Nummer 1. Yay.
Auf jeden Fall, die so Modifikation werde ich jetzt mal ein bisschen sammeln. Hat einiges Neues ins Spiel gebracht. Also teilweise halt auch solche Sachen. Neue Quests. Alte Quests ein bisschen aufgefrischt, aber halt nicht, ne, ausschlaggebend. Dann sind die NPCs generell ein bisschen geändert worden. Es gibt ja auch so eine Art Tag-Nacht-Zyklus, dass hier auch wirklich dann NPCs auch einen realistischen Tagesablauf haben. Es gibt Zufallsbelohnung für verschiedene Quests und vor allen Dingen, was ich sehr geil finde, ein engeres Lager-Zugehörigkeitsgefühl. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, also das alte und das neue Lager sind ja absolut im Krieg. Also die blauen und die nicht blauen, die roten und naja, und normalerweise, es war egal, welche Rüstung ich getragen habe, die haben sich eigentlich nur irgendwie blöd angeguckt und das war's, also nicht mal irgendwas gesagt. Na gut, und jetzt ist es halt so, dass sie teilweise wohl irgendwelche Sprüche an den Kopf bringen, wenn nicht gar sogar, das weiß ich nicht, aber dass die vielleicht sogar aufeinander losgehen, wenn die sich da irgendwie sehen oder ich da halt irgendwie da bin und da mit reinhüpfe und naja, keine Ahnung. Schatten. Hey du. Hör auf. Hi. Was willst du? Diego schickt mich. Hi. Was willst du? Diego schickt mich. Hi. Was willst du? Okay, gut, es reicht. Will ich ein Schatten werden? Weiß ich nicht, ich will ein Schatten werden. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ja. Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Ja, dein Gesicht vielleicht. Der Typ ist quasi jetzt aber aus dem alten Lager kopiert worden. Dementsprechend machen solche Sachen dann wie... Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Wie solche Dinge. Dementsprechend ist es eigentlich egal, weil... Das werden wir eh noch erfahren. Und zwar unten dann, wenn wir im Lager sind. Der hat da wahrscheinlich die gleichen Gesprächsoptionen. Hi. Was willst du? Ja, ist schon gut, ich hau ab. So. jetzt habe ich eigentlich... Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Ich laufe mal wieder zu meinem besten Freund Carlos. Hey, Diego schickt mich. Das passiert mir nicht. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Bisschen was abgegeben, Tagebucheintrag, was bekommen. 100 Erfahrungspunkte. So, dann kann ich den Rest mit den nächsten Konvoi ins Lager schicken. Was mit meiner Belohnung? Hier hast du einen Erzbrocken. Das reicht wohl als Belohnung. Jetzt sieh zu, dass du hier verschwindest. Den vergleichen wir nochmal. Nope. Ja, danke. War mir eine Freude. Ja, war mir eine Freude. Ja, danke schön. War mir eine Freude. Ja, ich bin schon weg. Ja, sonst sind hier leider keine Leute, denke ich, von denen man irgendwie was großartig zu erwarten hätte. Oh, heiß Feuer, Feuer, weg. Nee, weg. Oh. Das war ein Barrierendeffekt. Also ich bin quasi da in diese Barriere, die sieht man hier gerade nicht so. Da bin ich ja gerade reingeschmissen worden, von da oben so auf der Ecke. Quasi. Ja, ich kann ja mal gucken. Oh, hallo. Also quasi von da oben irgendwie, von da nach hier unten. Und da ist quasi die Barriere und deswegen, ja. Wie gesagt, wir kommen rein, aber nicht wieder raus. Bier. Ja, Schweinegeil. Talkt hart. Ja, ich habe es nun tausendfach schon versucht, hier irgendwie zu starten mit den Einstellungen. Das hat natürlich alles nicht so gut geklappt. Ja, das kennt man ja, ne? Man fängt gerade erst wieder an, mit der Technik vertraut. Na, muss man sich da erstmal machen und alles. Und ja, Goodie. Nein. Komm jetzt, sag mal. Ich will doch hier machen. Ja. Oh, ich glaube, toll klettern kann ich, glaube ich, auch. Whoop! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hat mich überrascht. So, da sind noch weitere Dudes. In meiner ersten Aufnahme habe ich versucht, mir dieses Stück Fleisch hier zu nehmen. Den Schenken. Das mochte er nicht. Ich war tot. Hey du. Nach ungefähr 10 Minuten. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du Arsch. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht richtig, so aus. Du Arsch. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst.
Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Du willst hier aufpassen. Erstens lässt du den Typen durch, der mich da verprügelt. Zweitens hast du mich im letzten Aufnahmeversuch einfach mal gekillt, du Sack. Ne? Aber ich passe auf, dass hier keiner durchkommt vor den Idioten. Du Nacken. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Nacken. So, warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Es gibt natürlich viele Gesprächsoptionen. Ich werde gucken, irgendwie, dass ich das irgendwie sinnvoll gestalten kann. Gucken. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Ich bin Gomez, der oberste Erzbaron. Hey, ich hab ganz vergessen. Hey, Diego schickt mich. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen. Ja, richtig. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Oh ja. Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Aber seht ihr, unser Held, der namenlose Held, der sagt Frauen und Waren. Also, ne, es ist ja so, ne? Aber die war gefesselt, ne? Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Noch was. Es ist gut möglich, dass du auch einigen anderen Kram finden wirst, wie alte Münzen. Soweit ich weiß, sammelt Diego die Dinger. Wenn du nichts damit anzufangen weißt, solltest du also Diego fragen. Ich bin Diego. Das bringt bestimmt was für dich bei raus. Können wir nochmal auf die Frau zurückkommen? Die Gefesselte? Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Ja, okay, mach ich. Wenn du schon ins alte Lager gehst, kannst du mir direkt einen Gefallen tun. Du kannst jemandem was ausrichten. Es gibt im alten Lager einen Mann namens Pacho. Gomez! Wenn du ihn siehst, richte ihm aus, dass die nächste Runde auf mich geht. Erzähl sie ihm einfach, er war schon Bescheid. Ja. Also wegen der Frau. Okay, ich hau schon ab. Ich wüsste aber auch, wen mit dem man das macht. Also ich kenne da bestimmt ein paar, die sich da irgendwie verdient machen würden. Nee, ich lasse es. Jeder andere Let's Player versucht die Dinger immer kaputt zu hauen und scheitert daran tierisch. Aber die sind doch... guck doch mal. Das ist... Ey, ich nenne dich Diego. Diego, folgt mir. Darf ich Diego behalten? Diego, komm. Komm her, Diego. Du Arsch. Komm her! Enttäuscht mich! Packen. Dreckige kleine Wanzen-Mistsau. So, na gut. Okay, Quatsch beiseite. Wir öffnen erstmal alles und nehmen alles mit. Wir haben Bier, wir haben... Oh, da haben wir schon Münzen, Pfeile, eine Fackel und einen Dietrich. Yay. Hä? Achso, Escape? Genau. Jo, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Hier ist nicht so viel, da haben wir noch mal irgendwie so einen tollen Krams. Waldbeeren. Nochmal Waldbeeren. Das ist natürlich wie in jedem anderen Rollenspiel erstmal sammeln, was man kann. Weil man hat so gar nichts erstmal. Da eigentlich so Waffen. Pfeile, die nutzen mir natürlich sehr viel. Die könnte ich ja mit der Spitzhacke versuchen zu beschleunigen. Schnell. Beschleunigen.
Hoch. Haben wir noch eine Truhe. Ja, und? Und sei nicht vergessen, Coolio! Wir haben eine Truhe! Ey, Coolio! So, ich muss mir mal ein paar Dinge angewöhnen. Oh, ich glaube, ich muss mich, bevor ich aufnehme, anständig betrinken. Ich glaube, das wird noch viel mehr Spaß machen. Bergmaus! Bergmaus. Ich glaube, das ist auch neu. Weiß ich nicht. Also, es gibt einiges. Es gibt halt Schätze, die in der Welt versteckt worden sind, über die Mod halt, ne? Die Welt entwickelt sich mit dem Helden weiter. Geht da jetzt noch eine Spitzhacke. Na gut. Und noch eine Fackel. Mensch, ich habe ja nicht schon genug davon. Komm, nimm sie jetzt mal hoch da, du kleiner Vogel. Nacken. Ich kann mir halt vorstellen, dass über die Mod auch einiges passiert, dass wenn ich vielleicht irgendwelche Dinge verändere, was weiß ich gerade, aber das ist auch hier. Ja, sich auf den Spieler auswirkt. Oh, das ist ein Schwert! Ich glaube, der ist nicht freundlich. Ein bisschen bescheuert oder was? Der hat mir mein halbes Leben genommen, der Fleischklumpen. Bescheuert bist du oder was? Ein Erzbrocken. Dann gucken wir mal. Ich würde behaupten, das ist gesundheitsgefährdend. Lustiges Schwert. So. Den nehme ich aber gleich mal. Ist ein bisschen geiler. Aha. So. Jetzt sind wir bestimmt übel fettig. Wen haben wir denn hier? Warte mal, da war doch. Diego! Diego! Du hast mich enttäuscht! Fleischschwanze. So, bam. Alles klar, liegt hier noch irgendwie was rum? Ihr kennt es ja. Sammeln. Und vor allen Dingen sind es auch immer Erfahrungspunkte, die man einfach immer mitnehmen sollte. So, wir gucken mal. Ah, von hier oben. Ein aus. Da hinten sehen wir, das ist direkt über dem Kopf, das alte Lager. Rote Dächer, markant. Komischer hoher Turm. Da drüber ist auch noch irgendwie was. Und da hinten habe ich, glaube ich, kann man noch ein bisschen was sehen? Nee, noch nicht so cool. Da hinten ist der Wasserfall. Ah, schockt schon. Oh, es ist so nostalgisch, das Gefühl, hier endlich wieder Gothic zu spielen. Das ist Ewigkeiten her. Ich glaube, ja genau, ich weiß so. Das letzte Mal war... Der müsste März 2006 gewesen. Ja, oh, 8 Jahre. Übel. Okay. 9 Jahre. Mathe-Leistungskurs. Hm? Ja. Oder haben wir hier noch irgendwas Tolles? Bin ich schon an irgendwas vorbeigerannt? So, mal gucken. Haben wir da noch einen Pfeil? Ja, super. Kann ich irgendwie vielleicht einen Bogen oder so? Noch einen Pfeil? Mit der Steuerung. Gewöhnungsbedürftig. Also, jetzt sehe ich den Pfeil hier nicht mehr. Eben gerade habe ich ihn noch ganz deutlich gesehen. Jetzt. Ah, danke. Ach Gott. Es gab Wetter. Moment, gab es die Wettereffekte vorher auch schon? Das ist gar nicht mehr. Cool. Es regnet. So. Waldbären. Wir noch ein Schwert. Oh, warte mal. Gibt es da irgendwie? Wir haben hier. Ja, Tatsache. Warte mal. Das ist das rostige Schwert. Das ist ein altes Schwert. Einhandwaffe, Einhandwaffe. Ja, geil. Dann nehme ich doch das. Hat sich das geändert irgendwie? Nee, irgendwie so gar nicht. Egal. Ich nehme das trotzdem. Das ist geiler. Da hinten sind meine tollen Freunde. Die finde ich natürlich immer geil. Fucking Scavenger. Wow! Wow, ist das dein Ernst? Nee! Wow! Das Ding killt mich doch schon wieder! Das ist doch nicht wahr jetzt! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Halt die Klappe! Was war das? Ich dachte, ich bin gestolpert. Ey, lass mich in Ruhe! Alter, Finne. Achso, übrigens, der Schwierigkeitsgrad ist ein wenig erhöht worden. Habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. So, okay. So, jetzt komme ich wieder, gestärkt. Das, vielleicht mache ich hier einen Schnitt. Ja, ich glaube, ich mache hier einen Schnitt. Ich komme, ich sehe dich zum ersten Mal und du hast schon einen Großteil deiner Lebensenergie verloren. Einfach durch mein Charisma. Bäm. Wenn ich jetzt den Schnitt nicht gemacht habe, ist natürlich doof. So, ich nehme mir die Pfeile mit, weil wir wollen sie irgendwie beschleunigen. Wir haben eine neue Waffe, einen Knüppel.
Was bringt denn unser Freund der Knüppel? Der bringt für so viel wie das alte rostige Schwert. Naja, gut, okay. Alles klar. So. Mal gucken. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Dann geht es gleich weiter mit unserer Reise. So, gucken wir einfach mal. Oh, da ist noch einer. So, komm, jetzt hau ich dich aber um. Schattenboxen. Ich bin stärker als du. Alpha-Tier! So, okay. Regen. Total irritierend. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es Regen gab. Aber wenn, ist natürlich schön. So. Hatte ich das schon mit den Texturen erzählt? Weiß ich gar nicht. Guck mal, die Texturen sehen anders aus. Falls ich es nicht erzählt habe, Freddys Texturen-Patch. Teilweise aus Gothic 2, teilweise angepasst. Also alte Standard-Dinger, Texturen angepasst. An jetzige Grafik und schöner gemacht. Vielleicht seht ihr auch quasi, dass so generell so auch so Blickwinkel und alles ein bisschen geiler ist. Wegen halt, ne, um das Spiel ein bisschen bugfreier und laufender zu machen, dass man das einfach immer so sehen kann. So, gut, okay. Was haben wir noch? Waldbären. Hier stehen Leute, da stehen... Warte mal, die sind nicht rot. Und da oben ist noch viel mehr Kacke. Aber ich glaube, die tun hier nichts. Sein. Hallo? Rex und Redford. Oh, die sind sogar wichtig, die haben Namen. Naja gut, eigentlich stehen sie gerade rum. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Ey! Danach sehen wir weiter. Ich glaube, ich hab Bier. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Danke für den Tipp. Toll. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Noch ein weiteres Bier? Wenn du weißt, wie... Kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen? An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ja. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, klingt logisch. Aber nicht jetzt. Hey du! Oh, was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Auf den hin. Seht ihr den da links? Es sieht nicht gesund aus, wie der da läuft. So. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Hast du mich gerade Beute genannt?
Ist das so der altmodische Begriff für Opfer oder was? Willst du aufs Maul? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Oh. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Okay. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Oh. Oh, ja, ich glaube da... Wieso? Ja, oder? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Klein. Na egal. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Hey, die haben nur mal rumlaufen müssen und gucken. Und die haut jetzt auch. Also mal. Ja, ich gehe. Normalerweise waren die aber doch immer hier. Naja, gut. An dieser Stelle, mit Blick aufs Baum. Alte Lager. Verabschiede ich mich für die erste Folge. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde das auch weitermachen. Wir werden erstmal ins alte Lager gehen. Aber ich gehe zwar nicht davon aus, dass hier großartig irgendwelche Kommentare kommen oder Abstimmung. Aber ihr dürft euch gerne aussuchen, in welches Lager ich gehen soll. Wenn nichts kommt, wovon ich eigentlich auch rausgehe, weil ich fange ja gerade erst wieder an, werde ich mir einfach irgendwas aussuchen. Je nachdem, worauf ich in dem Moment dann Bock habe. So viel dazu und vielen lieben Dank und tschüss!